Bilder heißt das, Sie fotografieren mit der Digitalkamera, die wir alle kennen und zu Weihnachten begehren, so wir noch keine haben. Dann gibt es, da haben Sie mich vorhin darauf hingewiesen, dass es lange Zeit so ja natürlich nicht hieß. Also Sie fotografieren auch analog, also auf einem Film. Und Sie fotografieren mit diesem Ding. Ja. Das ist eine Lochkamera. Also das ist im Prinzip das, was man sich als Kind mal selbst gebaut hat. Ja, hurra, ich mache einen Film irgendwo rein. Ja. Das ist ein Lochbild oder Lochkamera oder Pinhole Camera. Das ist ein englisches Modell. Sie wird in England hergestellt von Rigby. Und die hat, was Sie jetzt wahrscheinlich im Fernsehen, das wird das Fernsehen übersteigen, ein Loch, Durchmesser von, der etwa einer Blende von 1 zu 164 entspricht. Mhm. Also normalerweise ist auf dem Fotoapparat, auf den alten Fotoapparaten 1 zu 32 ist schon, oder 64. Und das ist 1 zu 164. Und das ist und was heißt das für das Bild? Für das Bild heißt es, dass die Belichtungszeit, denn hier schiebe ich ja einen Film rein in einer Kassette, wenn ich dann rausnehme, dann öffne ich hier. Das heißt, dass das Licht sehr langsam durch dieses winzige Loch einsickert. Und das heißt, mit anderen Worten, dass die Belichtungszeit entsprechend lange ist. Also es träufelt mehr oder weniger auf dem Film. Ja, und deswegen darf man sich in der Hand halten, sondern muss man es aufstützen. Man muss es auf Stativ, man kann eigentlich nur mit dem Stativ fotografieren. Und ich weiß nicht, ob Sie es eingeblendet haben, ich habe Berlin bei Nacht fotografiert, das waren 2 Stunden Belichtungszeit. Das ist das Minimum in dem Fall, wenn man das nachts fotografiert. Man normalerweise bei sehr hellem Sonnenlicht kann man von 2 bis 3 Minuten ausgehen. Das setzt eine gewisse Geduld voraus. Ja, das heißt mit anderen Worten aber auch, das, was sich bewegt, ist nicht zu sehen. Mhm. Also wenn Menschen durchs Bild gehen, sehen sie die nicht. Die sind unsichtbar, also das sind Neutronen. Ich hatte vorhin eins mit reingegeben, das war, ich weiß nicht, ob das jetzt noch, ob Sie das übernommen haben, das hieß Look Right. Ja, es macht jetzt nichts, also wenn man da nicht die... Wir müssen sowieso mal, Herr Zischler, weil im Moment ist die Ausstellung war in Köln zu sehen. Die war in Köln zu sehen und ich hoffe, dass ich die im Ende des kommenden Jahres auch in Berlin in sehr viel größerer Form nochmal machen kann.